Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part sind wir Kaira Metz begegnet oder Kaira Metz und mit ihr haben wir uns auf den Weg zu einer Elfenruine gemacht, wo ein Elf vermutlich lauert, haust, der Ciri treffen wollte und auf sie wartet. Der wird uns hoffentlich ein paar weitere Informationen geben können. Bevor wir da jetzt aber reingehen, da das dunkel ist, muss ich gerade mal gucken, ob wir denn den Trank Katze schon haben. Und wenn ja, müssen wir den mal ausrechnen. Ja, wir haben den schon. Dann rüsten wir doch Katze auch direkt mal aus, weil das wird vermutlich dunkel werden da drin. Und dann gehen wir auch direkt mal los. Warte mal, ich guck mal gerade noch questtechnisch. Stufe 6. Wir sind Stufe 6. Ja, wird interessant, ne? Wie ich herausgefunden habe. Also ich finde es teilweise, wenn da steht Stufe 6 dran, dann... Ja. Naja, ne? Was haben wir denn noch so? Ja, bis jetzt alles Stufe 6. Die niedrigsten Dinge sind alle Stufe 6. Also muss das wohl passen. Gehen wir mal los. Schauen wir mal. Ah, oh, hier geht's noch, was Licht angeht. Frau Metz. Was für ein Ding? Bella wat? Bella Glan. Ah, sie macht Licht. Das ist ja gut, dann brauchen wir keine Katze. Oh, warte mal. Da konnte ich was looten. Looten, was geht. Looten, was geht. Muss man gerade gucken. Schwerter haben wir auch keine neuen. Nee, wir haben gar nichts. Alles klar. Weder Rüstung noch Schwerter. Dann. Wir hatten ja auch gerade erst welche geschmiedet. Nachdem ich dann endlich mal den richtigen Schmied gefunden habe. Man muss halt auch checken, dass das, ein Rüstungsschmied war und der uns halt keine Schwerter schmieden kann, weil er das einfach nicht kann. Ich mach mal über Licht an, wo ich sehe, damit wir einfach auch schon wissen, wo wir waren. Da gibt's neue Sachen. Jägerhandschuhe. Direkt mal gucken. Ja, nee. Schrott. Alles Schrott. Aber dann die Armbrust. Auch beide noch nicht tragbar. Na gut, okay. Weiter. Ach, guck mal, wir sind nicht allein. Wer ist das? Die wilde Jagd. Ah, das ist nicht gut. Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Die sehen doch sehr lebendig aus. Ein Navigator bei sich. Was ist ein Navigator? Was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Ja. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ich weiß auch nicht, ob mir das alles zusagt. Erstmal wieder quicksafen, du. Da unten sehe ich schon wieder Besoffene, Ertrunkene. Besoffene. Also heute, du, heute läuft das hier nicht, du. Ertrunkene wandern da unten rum. Los, machen wir hier so einen Teleport. Ah, wenn Geralt schon freiwillig einen Teleport will, dann ist das meistens wirklich dringend. Wow, ja, cool. Verdammte Portal, ich frage mich, wo Kayra jetzt ist. So, und schon brauchen wir doch die Katze. Oh, es gibt Klamotten, jetzt mal gerade gucken. Ach, die sind auch scheiße, alles Kacke. Alles Kackklamotten. So, dann wollen wir mal uns vorsichtig den Viechern dann nähern. Hättest du wohl gerne, zack, und dran vorbeigedreht. Oh, jetzt geht mir das Schwert kaputt. Darf das denn wahr sein? Ich hoffe, wir haben Reparaturkits, sonst sind wir ganz schön gelackmeiert jetzt, ey. Ach, super. Das wäre jetzt ja richtig scheiße gelaufen, wenn wir das, den ganzen Kack jetzt hier mit kaputtem Schwert machen müssten. Dann hätte ich, glaube ich, nochmal geladen, ey. Das wird keine Freude bereitet. So, gibt's hier noch irgendwas zu looten? Nein? Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Der hat nichts verloren. Ah, toll, Wasser. Müssen wir jetzt da durchtauchen? Ich hasse Tauchen. Oh, es gibt sogar eine Kiste. Ja, mal los. Hinab, Geralt. Los, 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 los. Siehst du, sogar noch ein paar Schemen gefunden. Läuft doch. Ist da hinten denn noch irgendwas? Nee, alles klar. Und hinauf. Puh, das hat ja sogar funktioniert, ohne dass wir ertrunken sind. Ne? Das ist schon mal nicht unbesonders für mich. Ja? Ich verliere sonst ja unter Wasser immer relativ schnell die Orientierung. Und tja, dann gibt es als ein Zeitlimit, was den Sauerstoff angeht. Jetzt gibt es hier zwei Wege. Wo gehen wir denn jetzt lang? Ich gehe erstmal da lang. Der führt irgendwie nicht dahin, wo wir hin sollen. Kriegt das kaputt hier? Wahrscheinlich. Atmen wir das mal weg. Bam! Na, siehste. Aber die Frage ist, was legen wir da drin jetzt frei?
Also bis jetzt... Na, da hinten ist irgendwo was. Alles klar, wir machen das ganz gemütlich. Wir nehmen hier das Bärenfell mit. Kann man hier Feuer anzünden? Jo, damit wir raffen, wo wir waren. Ah, ein Nebelling. Oh, mal zwischenspeichern hier. So. Alles klar. Ja, komm ran, du. Was jetzt, du Stück Dreck? War das der richtige? Oh, das ging aber schnell. Oh, siehst du, war ja gar nicht so schlecht. Nebelling. Gerade mal ins Bestiarium gucken, das ist neu. Den hatten wir noch nicht. Ah je, wir haben einige noch nicht. Aber immer wenn sie uns mal auf, wenn die auftreten, dann lesen wir uns das Ganze mal durch. Sind das Nekrophagen, die Nebelinge? Nebeling. Wenn einen im Sumpf die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und wartet den Morgen ab. Und zwar auch dann, wenn man bis zur Hüfte in egelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer im Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche niemals, darauf zuhalten. Johannes Strutt, Reiseführer. Nebel ist der Feind des Reisenden. Im Wald lässt er ihn den Weg verlieren, auf See schickt er ihn in die Klippen. Doch solche Gefahren sind nichts im Vergleich zu den Monstern, die als Nebling bekannt sind und die bisweilen im Nebelbänken lauern. Diese Kreaturen besitzen so kräftige Arme und Klauen wie serikanische Kinyals. Doch es ist ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung, die sie so gefährlich macht. Oftmals müssen sie gar nicht angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder in die Sümpfe und warten dann geduldig deren Ertrinken ab. Na, wie nett. Können wir Nekrophagenöl verwenden? Können wir, glaube ich, sowieso mal verwenden, weil wir momentan hier ganz viel Nekrophagen-Gedöns haben. Haben wir denn schon Nekrophagenöl? Verfluchtenöl? Geisteröl? Nekrophagenöl. Rauf damit. Ertrunkene und so, das wird wohl... Das Team wird wohl beibehalten in diesem wunderbaren Dungeon hier. Zünd das mal an. Jetzt scheinen wir doch wieder auf dem Kurs zu sein. Ja, wir sind wieder hier. Moment, dann gehen wir nochmal zurück, weil da war noch ein anderer Weg und ihr wisst, wie das ist. Man sollte immer alles erforschen. Es gibt meistens irgendwie immer was Tolles. War ich da jetzt eigentlich schon lang? Nee, ne? Oh doch, da kamen wir her, das war die Höhle. Und hier gab es noch diesen Weg. Den hier. Da sollte man wenigstens auch nochmal reingucken. Ah, das führt uns jetzt hier hin und dann... Alles klar. Der andere Weg war besser, weil dann sind wir da hinten rausgekommen. Ja, dann gehen wir den anderen. Gehen wir da wieder lang. Dann kommen wir an einer besseren Stelle raus, wo wir besser gegen diese ertrunkenen Dödel kämpfen können. Wahrscheinlich sollte man das auch als Sackgasse erkennen. Aber wie ich jetzt drauf wäre, ich wäre einfach runtergesprungen und dann mal gucken. Na, da können wir schon hin. Na, gut wäre es nicht gewesen. Was ist das hier eigentlich? Da ist noch so eine kleine Luke hier irgendwie. Steckt sich da was? Nee, da versteckt sich nichts. Na gut. Down weiter hier entlang. Und erstmal speichern. Weil gleich müssen wir kämpfen und kämpfen ist immer so eine Sache. Setze deine Hexersinne ein, um Keira zu finden. Okay, dieser Dampf da sieht doch schon scheiße aus. Oh geil, meine Katze geht alle. Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt reinlatschen. Moin! Ups, falscher Skill. Oh. Ah, kacke, ich wusste es doch. Gift! Na komm, könnt ihr nicht zu mir kommen? Dann kann ich euch entspannter wegmachen. Ich würde gerne es vermeiden. Oh, kacke. Ja, nicht gut. Was ist denn hier los? Ah, oh, das läuft aber gar nicht gut. Oh, scheiße, nein, ich bin durch das Gift gestorben. Na, so ein Mist. Ihr seht, wenn die mal zu lang, ey, dann langen die aber auch zu. So, nochmal, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich bin immer in die Gegner reingerollt. Das sollten wir optimieren. Dabei fing es erst noch ganz gut an. Dann wurde es aber zunehmend schlechter. Gut. So. Das Ganze noch einmal. So, diesmal dann vielleicht gleich das richtige Zeichen. Quen. So Leute, wie sieht's aus? Wie er auch durch meine, ne, durch den... So. Ich verteidige zwar und er geht trotzdem durch. So, nächster, komm. Ich warte auf euch, ihr Hoden. Komm, Rando.
Bei denen kann man halt wirklich nicht abwehren. Das geht trotzdem durch, ne? Also, abwehren ist nicht. Oh, erst mal wieder zwischenspeichern. Nachdem ich halt, weißt du, 3 Ertrunkene umgebracht, fühle mich schon wie so ein Held. Oh, gut gemacht, ne? Scheiße, ey. Ja, ne? Da seht ihr mal, wie doll ich's drauf hab. Es gibt einige Verrückte, die spielen das auf schwer, ne? Auf schwer. Das ist halt auch, das sind die Leute, die halt auch Freude an, wer ist es denn hier? Dieses unbekloppte Super-Irren-Spiel hier momentan, wie heißt es denn? Dark Souls, habe ich immer noch nicht gedaddelt, denn ich wollte eigentlich den ersten Teil mal anfangen, aber der war noch von dieser Games for Windows Live-Seuche versehen. Deswegen wurde da nie was draus. Ne? Inzwischen weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wurde jetzt weggemoddet oder nicht, ne? Vielleicht könnte ich das jetzt auch mal in Angriff nehmen. Wo ist denn die gute Frau? Also hier ist auf jeden Fall kein Gift. Oh, sogar ein Reparaturset. So, immer noch einen Ertrunkenen, den machen wir jetzt noch weg, weil der macht mich nervös. Der macht mich nervös. Komm, Rando. Hua! Hättest du gerne, ne? Dran vorbei und einmal noch. Ah, siehst du. Okay. Dann schauen wir uns mal um, was wir hier so finden. Bis jetzt noch nicht viel. Ich kann hier Zeug anzünden. Zack. Ah. Oh, was habe ich denn jetzt hervorgerufen hier? Gehst du wohl weg? Auf mich mit Modder zu bewerfen. Ran, ran, ran. Au! Weichen und rauf da, komm. Jetzt mach sie weg. Eieiei, du. Na, siehst du, dann werde ich jetzt auch weg. Weiter gucken. Also, hier haben wir noch so eine Schale. Ein paar Pilze. Dann noch die nächste Kiste. Aber bis jetzt noch keine Zeichen von Miss Metz. Hier hinten irgendwas versteckt. Nee. Kera, wo bist du denn? Ich vermisse dich, du. So alleine in dieser Höhle fühle ich mich nicht so wohl. Muss ich zugeben. Na sehen. Zumindest scheint aktuell hier kein Gesocks mehr rumzulatschen. Das ist schon mal eine Verbesserung. Da hinten ist noch eine Kiste. So leicht am Gubbel. Pfeffer. Ja, da kann ich, glaube ich, keine Tränke draus machen. Aber man kann lecker was kochen, ne? So ein schöne irgendwie Schweinshaxe oder... Ja, Schweinshaxe. So was richtig schön Bayerisches, ne? Habe ich noch nie gegessen. Klingt aber schon voll eklig. Ja, siehst du, Fackel auch mal anzünden. Alles anzünden, was man anzünden kann, ne? Da weiß man, wo man war. Okay, ist jetzt alles hell erleuchtet hier. Aber immer noch keine Spur von Frau Metz. Und uns gehen langsam die... Ja, uns gehen langsam die Schwalben... Schwalben sag ich schon, mein Gott, ey, die Katzen aus. Klingt auch ein bisschen merkwürdig, ne? Mir gehen die Katzen aus. So, was haben wir da oben noch? Noch eine Kiste. Kleine Art Glyphe, siehste. Kera. Ganz entspannt, Geralt, wir werden sie finden. Ah, eine Katze haben wir noch. Nöp. So, was ist denn hier los? Dann machen wir auch erstmal Licht. Und nehmen das Dörrobst auf, das bei dieser Leiche lag. Das kann nur köstlich sein. Ne? Köstliches Leichendörrobst anzünden. Da hinten ist noch eine Kiste. Ein bisschen Leder. Alles klar. Oha. Ein Nebeling. Da hab ich dich. Jetzt, au! Triff ihn, Geralt! Ah, so eine Scheiße. Na komm schon. Jetzt kann ich den. Ah, haut nochmal nach. Egal. Komm jetzt, du Sau. Na, siehste. Ach, Gottes Willen. Wieder was weggehauen. So einen kleinen Nebeling. Der war diesmal etwas schwieriger. Ich glaube, beim anderen Nebeling hatten wir einfach nur Glück. Der war irgendwie nicht vorbereitet. Zack, haben wir den weggehauen. Der hier war etwas komplizierter. Okay, so. Kera. Wie oft willst du das denn noch machen, Geralt? Kera. Das erinnert so ein bisschen an Jason. Jason. Aus, ihr wisst schon hier. Heavy Rain. Geralt.
Hast du ein Problem? Ich komm dich retten. Ich komme zu Hilfe. Einen Moment. Ich mach nur erst noch Licht. So, was ist denn? Lass mich dir helfen. Monsternest. Geralt, tu doch was. Sie krabbeln aus diesen Löchern. Wirf ein Zeichen. Wirf Bomben. Tu was. Ganz die Ratten? Ruhig. Das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten. Soll ich mal Igni machen? Naja, er macht es automatisch. Wie nett. Es gibt sogar 100 Erfahrungspunkte. Ja, ich bin dabei, ne? Ich dachte jetzt, hier kommt irgendwas Ernstes, ne? Machst ein paar Ratten weg hier. Jo, komm. Aber die beißen. Die beißen sogar. Ja, ich bin ja dabei. Warte. Ich musste nur erst Igni aufladen. Geralt, hoch da. Geh mir mal nicht auf den Sack. Nee. Eklige wahrscheinlich. Au! Das setzt mir sogar auch nicht zu. Alter, ich komme hier nicht zu eurem Scheißnest. Weil da immer mehr Ratten spawnen. So, jetzt aber. Auf zu diesem Nest jetzt hier. Da werden sogar Ratten zum Problem bei Witcher, ey. Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Hätte, ne? Na schön. Ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Tatsächlich. Bist du komplett irre? Ich würde sagen, wir müssen sofort bist hier du weg. Komplett irre? Angst? Geh zurück, ich mach weiter. Wenn du Angst hast, kehr um. Ich mache weiter. Hör auf. Das ist emotionale Erpressung. Du würdest dir wirklich Sorgen um mich machen, wenn ich allein ginge? Um dich? Um mich würde ich mir Sorgen machen. Dann komm mit mir. Aber entscheide dich schnell. Los. Bitte, ganz wie du willst. Wie konnte ich mich nur von dir zu dieser lächerlichen Expedition überreden lassen? Du wolltest doch selber hierhin. Vella Glan. Vella Glan. Na gut, dann lauf, Frau Metz. Jetzt sind wir immerhin nicht mehr alleine unterwegs. Alleine ist echt so eine Sache. Ein paar Pilze einsammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Das ist der... Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Sein Anrufbeantworter. Ja, keine Ahnung. Was für eine Projektion? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Hm. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Es war eine Botschaft an Ciri. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem dir die Antwort auch kennt. Unbetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Okay, erkunde die Ruine und folge den Schwalbensymbolen. Welche Schwalbensymbole? Na gut, okay. Wir werden schon noch welche finden. Das ist auf jeden Fall keine Schwalbe. Und sonst sehe ich hier aktuell nur Pilze. Aber leckere Pilze. So, na gut. Folgen wir den Schwalben. Oh, okay. Wir folgen nicht mehr den Schwalben. Wir machen einen Break. Ja, ist ja gut, Hahn. Wir haben das doch gehört. Alles gut. Ihr habt den Hahn gehört. Somit breaken wir hier. Ist ja auch gerade eigentlich, passt das ja ganz gut. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.